Was geht, Mann? Neues Setup, Bruder. Ich habe mir extra Büro gemietet. Ich habe jetzt ein komplett neues Setup. Richtig geil. Ich habe einfach nur den Tisch umgedreht. Keine Ahnung, ich finde es irgendwie geil, Digga. Ich finde es nice mit so Hustle-Sign, mit so Play-Button, Digga. Endlich mal den einzigen Erfolg, den ich nach außen hinweg zeigen kann. Ich weiß nicht, Mann. Ich finde es geil. Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich kann so hier, hier ist auch genug Platz und... Ja, Bruder. Ich bin über Drucker gestolpert. Aber ey, mein nicht gemachtes Bett im Hintergrund sieht man da nicht mehr. 24Tim. 24Tim ist die Person, die etwas hat, was ich nicht habe. Und damit meine ich nicht seine vielen Follower, sondern seinen Bart. Ich würde... 24Tim hat 4,8 Millionen Follower auf TikTok und 2,7 Millionen auf Instagram, obwohl er eigentlich wirklich, ich habe das Gefühl, fast durchgehend immer in der Kritik steht. Der kritisiert, der andere kritisiert, der dritte kritisiert, ich... Skip. Kritisiere auch. Und ich frage mich, wie es dazu kommen konnte, dass 24Tim so eine krasse Zuschauerschaft hat und nicht mehr als Influencer gilt, sondern schon als, Digga, der ist ein Star. Naja, aber warum hat jetzt 24Tim so eine große Zuschauerschaft? Na, 24Tim ist schon immer, und ich meine wirklich immer, kleine Sachen komplett übertreibt und eigentlich jedes Mal in jedem Video komplett ausrastet. Ich bin so sauer. Ihr denkt wirklich, ihr macht einen Führerschein und dann ist das Leben picobello. Nein! Ja, okay, aber warum schreist du so? Oder ich weiß nicht, ob ihr noch dieses Video hier kennt. Zum Glück kam heute ein Kumpel von meiner Mom und hat dieses 2-Meter-Aquarium für meinen Hamster reingeschleppt. Ich weiß echt nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Hamster, Bruder. 2-Meter-Aquarium für einen Hamster. Hamster, Bruder, diese Dinger, die sterben doch so nach 3 oder 4 Tagen, Junge. Was brauche ich da einen ganzen Palast für dieses Ding zu holen? Da waren so Rollen drunter und ich musste immer abwechselnd die Rollen schieben. Dann haben die Jungs das Ding getragen. Ich habe wieder die Rollen geschoben. Ja, und was hat 24Tim gemacht? 24Tim hat... Im Endeffekt habe ich nichts getan. Boah, da passt ein ganzes Pferd rein. Leute, das ist ein fucking Aquarium. Das habe ich aus dem Aquaristik-Shop. Guck mal, und genau das meine ich. Der Typ holt sich einen Hamster. Normale Influencer würden sich einfach einen Hamster holen und dann halt einfach so ein Bild hochladen, so. Hang up in bars, check your advice, that's off the keys. Nein, der Typ übertreibt komplett, dreht 5 TikToks darüber, dass er sich, keine Ahnung, Digga, dass er eine ganze Stadt für seinen Hamster holt. Ich komme darauf nicht klar, Bruder. Das Ding ist 2 Meter, Digga. Das Ding ist so groß wie mein Tisch. Oh my God, bro. Oh, hell no. Aber das mit dem Hamster geht noch viel weiter, denn 24Tim hat irgendwann kam der Typ, Digga, auf die geniale Idee, so ein Bild hier zu posten. Echtes Ultraschallfoto. Baby Wilva um Webstar 24Tim. Und 24Tim ist wirklich ein Genie. 24Tim weiß ganz genau, Digga, wenn er dieses Bild hier hochlädt, dass alle spekulieren, Alter, vielleicht wird er ja Vater. Was ist passiert? Wieso da? Wieso das? Wird er wirklich Vater? Nein. Auf Instagram nur 24Tim ein Foto hoch, auf dem er stolz ein Foto eines Ultraschalls in den Händen hält. Willkommen, mein kleiner Engel. Man könnte meinen, er wird Vater, oder? Ja, wird er auch. Aber es handelt sich um tierischen Zuwachs. Ich werde der Papa von einem süßen Tier. Bruder, es ist ein Hamster. Dieses Ding lebt 2 Wochen oder so. Die sterben wegen jedem Scheiß. Und natürlich hat das Ganze funktioniert, denn 24Tim hat so einen Hype dadurch erzeugt, dass jeder sich gedacht hat, okay, was geht ab? Es ist ein Hamster. Es ist genau dasselbe, wie wenn ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, ihr wisst gar nicht, was ich mir geholt habe. Ich habe mir sowas Krasses geholt. Eine Fernbedienung. Und 24Tim war schon immer so der Grund, warum er auch so viele Instagram-Follower hat. Alter, 2,7 Millionen. Der hat mal erzählt, der hat pro Story ungefähr 1 Million Views. Pro Story so viel wie ich im Monat Klicks überhaupt mache. Naja, 24Tim hat schon damals solche Videos hier gemacht. Ihr wisst es, mir passieren immer crazy Sachen, also bleibt dran. Oh, ich muss so pipi. Falls ihr euer Handy auch mal mit aufs Klo nehmt, müsst ihr das Video jetzt liken. Wie satisfying. Digga, diese Videoart erinnert mich einfach so krass an I am Zuckerpuppe. Digga, I am Zuckerpuppe ist einfach Tims kleiner Bruder oder sowas. Die Vase hier kostet über 250 Euro. Und bevor ich losfahre, muss ich noch eine Sache checken. Digga, die hören sich einfach identisch an. Ach. Du Kacke. Ich dachte ja, dass es schlimm ist, dass meine Nachbarin einfach an meine Box geht und die Sachen nimmt, ne? Aber Junge, das hat die doch jetzt nicht gebracht, oder? In meiner Story zeige ich euch alles ausführlich. Ich muss nur jetzt echt los. Ja, Bruder, ja, in meiner Story. In meiner Story seht ihr mehr, Bruder. Und genau das meine ich. Er erzählt eine komplett unnötige Story. Irgendwas ist passiert. Irgendwas, aber Hauptsache... Oh mein Gott, Leute, ihr wisst gar nicht, was passiert ist. Mehr seht ihr in meiner Story. Denkt ihr, das ist ein Einzelfall? Teil 2 von Ich mache Flummis selber. Teil 2 von Ich mache Flummis selber. Denkt ihr, macht Flummi? Erst einmal die Ballformhälften zusammenstecken. Oh mein Gott, kann dieses Kind mal aufhören zu schreien? For real, hör's Schreien auf. Irgendwie
So, so ein bisschen heiß sieht doch schon aus mit der Brille, oder? Ich würde... Sag mal, hört das Kind jetzt mal auf zu schreien? Oder wie der damals aussah, Digga. Ich schwöre, der sieht genauso aus wie ich jetzt. Das ist eigentlich gar nicht lustig. Lass mich raten, wenn ich's wissen will, muss ich in deine Instagram-Story gucken, oder? Oh mein Gott, ich habe gerade aus dem Fenster geguckt. Ihr wisst nicht, warum dieses Kind geschrien hat. Beziehungsweise immer noch schreit. Ich sag nur, Karma! Schaut einfach meine Story auf Instagram. Das TikTok geht sonst zu lang. Das TikTok geht sonst zu lang. Das TikTok, oder? Das geht noch eine Hälfte. Das geht noch genauso lang, wie du gerade schon erzählt hast. Das TikTok geht sonst zu lang. Ja, Bruder, guckt einfach meine Story, Digga. Ach so, hey, das Video geht sonst zu lang auf YouTube. Checkt einfach meine Story ab. Da zeige ich euch mein Hamster. Und versteht mich nicht falsch, es scheint ja zu funktionieren, ne? 24 Tim, Bruder. Er macht auch irgendwelche Songs und er weiß ganz genau, dass sie musikalisch eigentlich, wir wissen selber. Fingernägel Gold, steh auf Bling Bling. Ja, voll heftig. Hör ich privat auch. Naja, 24 Tim ist schon immer jemand gewesen, der immer guckt, wie er am besten Aufmerksamkeit zu sich zieht. Und jetzt genau auch mit dieser neuen Kim-Thematik. 24 Tim war ja im Dschungelcamp und 24 Tim hat da so Insekten gegessen. Und auf einmal kommt 24 Tim wie der größte Playboy wieder aus diesem Ding raus. Und er hat, naja, ich weiß nicht, was er hat. Eine Freundin, einen Seitensprung, er hat... Oh, süß, guck, die tanzen ein bisschen, die machen so, die machen da, aber 24 Tim macht schlau, Digga, 24 Tim macht schlau, 24 Tim hält die Zuschauer so lange hin, bis sie anfangen zu spekulieren, was ist da los, sind die jetzt zusammen, sind sie nicht zusammen, was ist los? 24 Tim beantwortet diese Frage nicht, stattdessen macht 24 Tim folgendes. Er lädt einfach die Videos nochmal hoch und das geht ab, Digga, das geht ab. Dieses Video hat einfach 2,5 Millionen Aufrufe. Oder für 2,5 Millionen Aufrufe würde ich keine Ahnung was machen. Ich würde... Und es ist ja nicht genug, einfach mit irgendeiner Person rumzutanzen oder irgendwie, keine Ahnung, zu zeigen, dass man mit dieser Person unterwegs ist. Man geht noch einen Schritt weiter. So süß, dass du mich küssen wollen würdest. Ja, normal. Wie, dass ich nicht traut, der will immer so... Ich trau mir, der macht immer Teletubby-Modus. Ja, geht doch. Genauso laden beide in ihre Instagram-Story hoch. Ja, bei 24 Tim, der hat irgendwelche Fragen beantwortet. Wann hattest du das letzte Mal? Haram. Vorgestern. Und bei Kim, wann hattest du das letzte Mal? Vor 2 Tagen. Haram. Na, wisst ihr, da geht's los. Sie täuschen das so ein bisschen an. Die lassen so ein bisschen so die Zuschauer spekulieren, dass sie denken, ja, haben die jetzt wirklich miteinander? Was geht da? Was geht da? Um natürlich die Aufmerksamkeit immer noch höher zu pushen, Junge. So funktioniert das. So funktioniert Social Media, Bruder. Hätte ich das vor 10 Jahren gewusst, Junge, dann wäre ich wahrscheinlich auch Millionär, Digga. Und um das Ganze noch ein bisschen mehr zu bestätigen, aber immer noch nicht zu sagen, was jetzt wirklich eigentlich ist. Ich meine, 24 Tim könnte sich auch einfach hinsetzen und sagen, ja, ich weiß nicht, wir sind zusammen oder wir sind nicht zusammen oder hier nur so. Machen die aber nicht, weil die ganz genau wissen, dass wenn die das nicht sagen, aber solche Videos hier hochladen... Dass die ganz genau wissen, dass jeder über die reden wird. Ach so, und dieses Video wurde einfach von dieser Michelle aufgenommen. Ein Video davor, mit denen einfach zusammen war. Bitch, you know I'm sexy. Leak. Lüge. Ja, ja, Bruder, Leak. Alles klar. Und guck mal, ich sag euch ehrlich, das ist wirklich ein schlauer Move von denen. Ob das jetzt wirklich so, also keine Ahnung. Mich persönlich interessiert es nicht, aber trotzdem. Jeder redet über 24 Tim und der Bruder weiß, was er tut. Der weiß ganz genau, was er tut. Das Problem ist aber, 24 Tim hat es da rausgeschafft. Bruder, 24 Tim macht Songs. Fingernägel Gold, steh auf Bling Bling. 24 Tim ist beim Dschungelcamp dabei. 24 Tim ist halt schon wirklich ein Star. So ein TikToker wie zum Beispiel Eiam Zuckerpuppe muss die ganze Zeit irgendetwas in die Richtung machen, damit er überhaupt auf dieser Plattform TikTok überlebt. Guck mal, eine Sache ist YouTube, die andere Sache ist Twitch. Jeder kann auf Twitch streamen, auf YouTube und so weiter die Videos hochladen, aber die Community auf den Plattformen ist ganz anders als auf TikTok. Ihr kennt es selber, ihr scrollt auf TikTok und ihr scrollt und scrollt und scrollt und ihr wisst nicht mehr, welches Video ihr vor 3 Videos angeguckt habt. So, und deswegen entscheiden sich so TikToker, entweder dazu, die gehen halt richtig ab. So wie zum Beispiel ein Finnel, Digga, der dann halt so YouTube-Videos dreht oder irgendwelche Projekte macht, Songs macht oder keine Ahnung, ein Aditoro, der... Ich weiß gar nicht, was der macht, Digga. Streamt der oder... Okay.
Auf jeden Fall Leute, die halt wirklich irgendwas machen oder halt Leute, die auf TikTok bleiben, aber irgendwie immer künstlich Aufmerksamkeit generieren müssen, weil ja, sonst werden sie irrelevant. Naja, abschließend kann ich sagen, Digga, 24Tim ist halt wirklich, also ob ihr es wahrhaben wollt oder nicht, aber 24Tim ist einfach ein Macher. Egal, was ihr sagen wollt, der Typ hat es einfach geschafft, der Typ hat es früher geschafft und der Typ wird es auch in Zukunft schaffen, dass immer alle über ihn reden. Kann man bei dir so Coaching buchen oder sowas? Vielleicht kriege ich dann auch mehr Follower oder sowas. Frag ich danach. Oh mein Gott, ihr wisst gar nicht, was passiert ist. Die Tonfender-Tasse ist umgefallen. Oh mein Gott. Naja. Das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen, extravaganten Friday, Saturday oder auch. Das ist das erste Video, was ich mit einem Skript aufgenommen habe. Oder ich fühle mich professionell. Ich sag ehrlich. Ich würde.